keine Anzeichen von äußerlicher Gewalt? Vielleicht geht's um Sterbehilfe. Der Mann war ja todkrank. Er glaubte, wir Ärzte und die Pharmaindustrie, wir alle wollen ihn vergiften. Doch hinter seinem Tod steckt mehr. Was ist denn drauf auf der CD? Ach, irgendwelche pharmazeutischen Betriebsgeheimnisse. Der Mann wurde wahrscheinlich umgebracht bei dem Versuch, ihn zu erpressen. Letzte Tage. Ich fürchte, Ihre Befugnisse sind hier am Ende. Der Tatort. Am Sonntagabend. Hier im Ersten.